Hey Leute, schön, dass ihr wieder da seid zu einem neuen Video von mir. Wer mich nicht kennt, ich bin Tina vom Kanal Tina Ballerina. Mein Kanal ist bunt gemischt, hauptsächlich dreht sich natürlich alles ums Thema Fingernägel. Aber wie gesagt, schau dich auch gerne einmal um, auch viele andere Themen sind dabei. Ich würde sagen, wir starten jetzt auch direkt mit dem Video und viel Spaß! Meine alte Modellage ist bereits entfernt. Es gibt jetzt nochmal eine Portion Desinfektion. Und dann werde ich erst einmal meine Nagelhaut zurückschieben. Und im Anschluss entferne ich die überschüssige Nagelhaut noch mit der Fräse. Die Nagelplatte wird von mir noch gut angebuffert, damit alles dann schön hält. Ich achte hierbei darauf, dass ich auch wirklich gut an den Nagelseiten und Rändern richtig schön anbuffer, dass der Nagel wirklich schön mattiert ist. Dann trage ich einen Dehydrator auf und auch einen Primer. Das Ganze lasse ich gut in den Nagel einziehen und solange wie das jetzt einwirkt, schaue ich schon mal nach den Schablonen und zwar welche Größen ich dann für meine Nägel benötige. Für die Technik, die ich heute anwende, schaue ich, dass die Dualform immer eine Nummer größer ist. Das Ganze soll quasi nicht mit meinem Nagel abschließen, weil das sonst zu klein wäre. Und somit würde das Polygel dann nicht richtig auf dem Nagel sitzen, beziehungsweise es würde manchmal dann so hervorquillen, weil ich die Form dann einfach zu extrem dolle platt drücken müsste oder randrücken müsste an meinen Nagel. Daher wähle ich eine Nummer größer, du siehst aber später noch genau, was ich meine. Ich beginne jetzt mit Base Coat, das gebe ich erst einmal in die Dualform hinein, so wie du das jetzt hier siehst und lasse das einmal kurz aushärten. Dann gebe ich eine weitere dünne Schicht in die Dualform hinein, diese lasse ich allerdings noch nicht aushärten, denn jetzt kommt sozusagen schon das Design. Ich habe jetzt hier diese wunderschönen Trockenblumen. Das ist ein komplettes Set mit ganz vielen verschiedenen, auch vielen verschiedenen Größen, ja, und Farbensorten. Du siehst, die sind wirklich ganz, ganz unterschiedlich. Die Qualität ist auch wirklich richtig gut. Ich werde sie dir unten in der Infobox verlinken. Im Übrigen kannst du die Blumen und Blüten einfach zerschneiden, wenn sie dir ein wenig zu groß sind. Das habe ich auch gemacht oder ich habe einfach etwas abgezupft. Das geht auch ganz super. Ich nehme die Blumen und Blüten einfach mit dem Pinsel auf und gebe sie jetzt in meine Dualform hinein. Du weißt ja, ich habe den Base Coat aufgetragen, der ist jetzt noch nass und somit haften die Blüten hier jetzt richtig gut. Wenn das Design jetzt so ist, wie ich das gerne haben möchte, dann gebe ich das jetzt erst einmal zum Aushärten unter die LED-Lampe. Und in der Zeit, wo das jetzt anhärtet, werde ich jetzt meinen eigenen Nagel bearbeiten und zwar gebe ich auch hier einen Base Coat auf und zwar auch auf dem kompletten Nagel und lasse das Ganze dann aushärten. In die Dualform gebe ich jetzt noch Polygel ein und zwar habe ich mich hier für ein klares Polygel entschieden. Du kannst natürlich auch noch mit Glitzer arbeiten oder mit irgendwelchen verschiedenen Farben. Ich möchte das Ganze aber wirklich heute nur mit Blütendesign. Ich möchte einfach, dass die Blüten im Vordergrund stehen und du wirst auch später sehen, das Ganze sieht so ein bisschen aus wie so Glasblütennägel. Das wirkt richtig cool, aber das siehst du dann erst später. Und wie du siehst, ich gebe das Polygel hier ein und bearbeite das jetzt mit meinem Pinsel und im Anschluss setze ich das Ganze dann auf meinem Nagel auf. Ich werde auch immer wieder gefragt, wie viel Polygel ich denn hier aufgebe. Ich muss sagen, so viel braucht man gar nicht. Ich habe vorher auch immer sehr dick gearbeitet. Ich trage das hier ehrlich gesagt recht dünn, aber nicht zu dünn auf. Ich würde eher sagen so dünn bis mittelmäßig, wenn dir das weiterhilft.
Das reicht wie gesagt völlig aus, um den Polygelnagel zu gestalten. Somit verläuft einfach nichts, also es quillt nichts an den Seiten hervor, härtet alles super aus und du hast auch schon einen wunderschönen Aufbau. So schaut die Dualform jetzt aus mit dem Polygel. Ich drehe das Ganze einmal rum und setze das vorsichtig auf meinem Nagel auf. Wirklich ganz vorsichtig mit leichtem Druck, nicht zu stark. Und dann siehst du hier an den Seiten, wo hier einfach noch so ein bisschen Luft ist, da drücke ich einfach nochmal ganz vorsichtig drauf, wirklich ganz leicht. Und dann geht die Luft hier auch schon raus. Und wenn ich dann sehe, es sitzt alles sehr gut, nirgendwo ist Luft drunter, dann geht das Ganze auch wieder zum Aushärten. Nach dem Aushärten kann ich die Dualform lösen und du kannst sie auch wiederverwenden, wenn du das gerne möchtest. Ich habe den Nagel jetzt einmal kurz abgeklinert und mache mich jetzt an die Feilarbeit. Ich muss hier auch gar nicht viel feilen, weil ich das Polygel einfach wirklich relativ, ja wie gesagt, mittel bis dünn aufgetragen habe. Dadurch ist die Form jetzt schon richtig gut gegeben. Es ist nicht zu dick, nicht zu dünn. Der Aufbau ist ganz toll geworden. Ich feile jetzt einfach quasi hinten noch so ein bisschen am Übergang und einfach noch die Form. Mit der Fräse gehe ich ganz kurz nochmal von unten dran, aber einfach nur, damit alles ganz ordentlich glatt ist. Nachdem ich den Feilstaub gut entfernt habe, trage ich jetzt den Topcoat auf und lasse diesen auch wieder gut aushärten. Die Nägel haben eine gute Länge, um auch von unten nochmal mit dem Topcoat dran zu gehen. Somit hat man wirklich einen wunderschönen Glanz und ja, die Nägel funkeln richtig, weil man den Topcoat einfach auch unten aufgegeben hat. Das sieht wirklich wunderschön aus. Den lasse ich dann natürlich auch wieder gut aushärten. Ich hoffe, dir gefällt meine Trockenblumen-Nailart genauso gut wie mir. Ich finde sie wirklich wunderschön. Zeig mir das doch gerne mit einem Daumen nach oben. Hinterlass mir auch gerne einen netten Kommentar. Vergiss nicht, auf den Abo-Button zu klicken, um keine weiteren Videos mehr von mir zu verpassen. Und dann sehen wir uns auch schon ganz bald im nächsten Video. Ciao!